Yo Leute! Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, heute mit dem lieben Joho. Für viele, die von Joho jetzt auch kommen, heute ist der zweite Teil dran von den Zuschauer-Calls. Und wir stellen uns gegenseitig Aufgaben und rufen sowohl Leute von seiner Community als auch von meiner Community an. Und ja, ich würde sagen, ihr wisst, wie es funktioniert. Los geht's! Los geht's! Steht viel zu viel, lieber Joho. Ja. Und da wir bei deinem Teil gestern, dass du da angefangen hast, darf ich jetzt anfangen. Genau. Das heißt, du darfst mir eine Nummer raussuchen und sagen, was ich... sogar, dass du anfangen kannst. Nee. Dann rufst du jetzt. Du rufst nämlich mal hier den Sebastian an. Ach so, diesen. Der Sebastian nämlich, der hat uns gar nicht die Nummer geschickt, sondern ein Freund von Sebastian hat die Nummer geschickt. Das heißt, der hat gar keinen Plan davon, dass wir ihn anrufen. Du wirst jetzt einfach mal anrufen und einfach mal so fragen, ja, was haben wir denn auf so in Mathe und so? Ja, okay. Nee. Hallo? Yo, hi. Ich wollte dich fragen, was wir in Mathe aufhaben. Wer ist das? Eine Klassenkameradin von dir. Kennst du mich nicht mehr? Oder hast du das Gedächtnis verloren? Hä? Ich wollte dich fragen, was wir in Mathe aufhaben. Jo, keine Ahnung. Ich gucke nochmal. Ja, wer bist denn du denn? Ich bin die neben dir bist sitzt. Du Anna? Ja, ich bin Anna, genau. Anna? Ja. Ah, okay. Moment. Ah ja, Buchseite 127, Nummer 9, warte. Ach so, ja, okay. Hatten wir sonst noch was auf? Nee, glaub nicht, aber das juckt eigentlich eh nicht, oder? Nö. Dann mach ich's einfach. Dann mach ich's einfach nicht. Ja, genau. Nee, ja. Ist okay. Voll egal, ganz ehrlich. Ja, okay, dann danke Sebastian, ne? Ja, klar, kein Ding. Ciao. Ciao. Alles klar. Hallo Anna. Ja, mega geil. Ey, wenn du crazy bist, Leute. Das ist so, ja, auf jeden Fall, Sebastian, falls du es siehst, Props an dich, dass du so stramm mitgehalten hast, aber den Punkt gibt es trotzdem für mich. Ja. Das heißt, steht 5 zu 4 für mich. So, jetzt ruft der liebe Joho den Joel an, aber er denkt jetzt, also er ist jetzt ein Fan, aber nicht von Joel, sondern vom Dreschi, weil Joel und der Dreschi gingen, glaube ich, auf die gleiche Schule, wenn ich mich nicht täusche. Das könnte ziemlich witzig werden. Okay. Hallo. Oh mein Gott. Nicht jetzt wirklich, oder? Oh mein Gott, der Dreschi! Alles klar, der Dreschi vor allem Ding. Was? Ich bin nicht der Dreschi. Wer bist du denn? Ich bin Joel Justin. Aber du kennst doch Dreschi! Nein, ich bin ein Freund von dem Dreschi. Ja, dann ist der Radei bei dir? Nein. Nein? Nein. Nein! Keine Ahnung. Tschüss. Ich wusste gar nicht, was ich mache. Aber trotzdem geht der Punkt an dich, weil er... Yo, Joel. Yo. Weißt du, wer er ist? Melly. Richtig. So, weißt du auch, wer dich eben da angerufen hat? Joho. Ja. Trotzdem, du hast nicht gesagt, dass es Joho ist. Wusstest du es eben? Wusstest du es denn eben? Dann geht der Punkt an, Joho. Nice, soll ich noch jemanden grüßen? Klar. Ja, klar. Okay, ich grüße einmal Bruce und einmal Dieter Boy. Wahrscheinlich, oder? Ja. Jo, die sehen das bestimmt. Aber auf jeden! So Leute, die nächste Aufgabe ist jetzt für Melanie und wir haben hier, also ich habe hier mal ein bisschen geguckt, wir haben hier einen Lukas und ja, du kennst doch einen anderen Lukas, ne? Ja, Lukas. Was kennst du denn noch so? Keine Ahnung, Lukas Rieger vielleicht. Exakt. Du wirst jetzt mal ihn anrufen und quasi so denken. Also tust du, als ob du denkst, dass das wirklich Lukas Rieger ist. Ich gebe mein Bestes. Cool, Joho. Ja, geil. Dann nehmen wir wen anders. Ah, du Liebe, ist das diese da? Das ist die vorher eine Joho-Fanpage war, ja. Die hat jetzt auch wieder eine. Warum lachst du? Ah, Gerrit, du Spaß. Liebe ist cool. Denise. Du rufst sie jetzt an. So, ja. Melly wird jetzt Denise anrufen. Ich hoffe, das ist richtig. Das heißt Denise, du Vogel. Ach so. Melly wird jetzt Denise anrufen. Richtig, jetzt. Yes. So, auf jeden Fall wird sie jetzt Denise anrufen. Und das ist halt ein Zuschauer von mir. Und
du bist halt richtig so ähnlich wie bei Janine quasi, so richtig, das ist ja so mega scheiße, dass du ihn einfach nur so hast. Aber du darfst natürlich nicht sagen, dass du Melly bist. Nein, nur nicht! Hallo? Ja, hallo? Ja? Kennst du den Joho? Ja. Wie findest du den so? Gut. Soll ich dir mal was sagen? Ja. Ich finde den richtig scheiße. Und warum? Ja, keine Ahnung, weil der trägt immer voll die Bauernjacke. Der fühlt sich im Trend, nur weil er jetzt rote Schuhe hat. Singen kann der auch nicht. Der ist einfach nur scheiße. Verstehe ich nicht. Hast du eine Fanpage für den? Ja. Dann lösch die, weil das ist so ein Spasti. Nein. Wenn du die nicht löscht, dann gebe ich deine Nummer überall weiter. Was hast du dazu zu sagen, hä? Hä? Nix. Nix? Ja. Also ich finde Joho richtig scheiße und ich finde, das solltest du auch. Ja, jeder hat einen anderen Geschmack, ne? Guck mal, guckst du bestimmt noch andere YouTuber außer diesen Scheiß. Wie guckst du noch so? Ja. Die Lochis. Ja, die sind auch scheiße. Tschüss. Ah, alles klar. Die tut mir schon irgendwie leid. 6-5. Ja. Alles klar. Ja. So, und ich möchte dir noch was sagen. Der Joho, der sitzt gerade neben mir, der Vorspaß. Und der ist eigentlich gar nicht so scheiße, wie ich dachte. Hi. Hi, hier sind Melly und Josh. Hi. Hättest du jetzt gedacht, dass ich es bin? Oder hast du es nicht gewusst? Nein, hätte ich nicht gewusst. Oha. Möchtest du vielleicht noch irgendwas sagen? Ja, geil. Dann wünschen wir dir noch einen schönen Tag. Ja, bestimmt sieht man sich und ciao. 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 Also, du rufst jetzt den lieben Kevin an und gibst dich als Lehrer von ihm aus. Sagst, dass er halt versetzungsgefährdet ist. Hallo. Guten Tag, der Schuldirektor hier. Der Schuldirektor liegt direkt wieder. Alter, jetzt? Geil. Theoretisch würde ich aber eigentlich sagen, weil er ja einen Satz gesprochen hat und eigentlich nichts gesagt hat, dass du Joho bist oder so, gibt's den Punkt für dich. Warst du denn schon, oder? Ja, leider Gottes, ja, okay. Warst du schon, aber du musst ihn jetzt noch aufklären. Okay. Du musst ihn aufklären. Nein, Gerrit macht. Ja, okay, Gerrit klärt ihn jetzt auf. Ja, okay. Hallo? Du wurdest gerade von Joho geprankt, motherfucker. Also, hi, was geht? Nix. Nix? Peinlich. Gerrit, du bist mega peinlich. Hast du nicht gewusst, dass das Joho ist? Das heißt, es gibt einen Punkt an Joho, das ist so scheiße. Ja, auf jeden Fall, da wünschen wir dir noch einen schönen Tag und vielleicht sieht man sich, ne? Alter. Hallo? Hallo? Ja? Weißt du, wer hier ist? Nein. Wirklich nicht? Nein. Weißt du nicht, wenn du deine Nummer zufällig letztens gegeben hast? Für etwas? Nein. Nein? Nein. Scheiße, dann gibt da keinen Punkt für mich. Mann! Weißt du wirklich nicht, wer hier ist? Komm, eine Chance gebe ich dir noch. Ach, du Opfer. Was, ich Opfer? Ach, du Opfer. Ach du, der gibt keinen Punkt für mich, weil er meinen Namen nicht gesagt Ach, hat. Du Opfer. Ja, hallo? Hallo? Weißt du, wer hier ist? Wem hast du denn... Hallo? Weißt du nicht, wer hier ist? Du hast letztens jemanden die Nummer gegeben. Also die Verbindung ist gerade ziemlich schlecht, aber kannst du nochmal wiederholen? Wem hast du denn letztens deine Nummer gegeben? Weiß nicht, ist es... So ein paar Leute bestimmt. Vielleicht eine bestimmte Person, die du vielleicht durch YouTube kennst. Warte, noch ein Tipp? Ein Tipp, fängt mit M an. Und ich bin diese Person nicht. Ich bin die Person nicht. Okay, warum rufst du dann an? Weil diese Person in meiner Nähe sitzt. Okay, ja, klar weiß ich, wer das ist. Wer denn? Ja, wer du jetzt bist oder wer von wem die Nummer jetzt ist oder was? Von, also, wer neben mir sitzt, so. Ach so, ja, Melly. Ja! Oh, die Scheiße, der Puppe! Melly, komm! Mann! Okay, danke, ciao! Ciao! Ciao.
Dann rufe ich an Julina. Hallo? Weißt du, wer hier ist? Nee. Wem hast du denn letztens deine Nummer gegeben? Ist schon etwas her, so 2 Wochen eventuell, 2, 2,5 Wochen. Oh Gott, nein. Komm, sag, bitte sag. Wer bin ich? Was, bitte? Melanie? Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Danke, dass du rangegangen bist und mir den entscheidenden Punkt geholt hast. Man sieht sich bestimmt. Bist du auf den Videodays? Ja. Ja, in Köln? Ja, auf jeden Fall. Ja, dann sieht man sich auf jeden Fall. Ich bin da auf jeden Fall mit dem Joho zusammen und dem Gerrit. Wir freuen uns auf dich. Okay, cool. Ja, und dann würde ich sagen, wünsche ich dir noch einen schönen Resttag und man sieht sich auf jeden Fall dann auf den Videodays im Sommer. Und euch auch und danke. Jo, tschüss. Jo Leute, da wir bei dem Drehen eigentlich festgestellt hatten oder gedacht haben, dass ich gewonnen hätte, aber ich dann beim Schnitt gemerkt habe, dass es doch ein Unentschieden war, habe ich einige Szenen aus der letzten Szene rausgeschnitten. Vielleicht könnte dies ein bisschen komisch klingen, aber egal. Es steht 7-7, sprich wir werden noch ein extra Video dazu machen, wie wir das Stechen machen und wer dann im Endeffekt dann eine Bestrafung machen muss, weil es soll einfach kein Unentschieden sein, sondern wir wollen auf jeden Fall noch eine Bestrafung machen, wie wir das schon immer vorhatten. Und wir werden dann irgendwie uns so ein Stechbattle aussuchen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben oder zeigt es mir doch mit einer positiven Bewertung unten in den Kommentaren. Ich habe übrigens eine neue Endcard und zwar vom lieben Lukadu. Der Link ist in der Infobox. Und ja, dort unten gelangt ihr zu meinem letzten Video. Das war das Special zum YouTube Story Song. Und daneben gelangt ihr zu einem Video der Woche. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Restmontag. Schaut euch nicht zu viel Blödsinn im Internet an. Und wir sehen uns nächste Woche schon wieder, denn ich habe Ferien. Oder zu einem extra Video in den nächsten Tagen. Bis dann. Bleibt dran und flauschig.